Und somit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Daisy 19 mit Daniel und mir. Mein Name ist Luzi und heute mal ein bisschen anderes Intro, denn wir waren heute wieder auf dem Vanilla-Server unterwegs, auf diesem großen Vanillen-Server. Und ob wir das heute schaffen, erfahrt ihr natürlich in dieser Folge, liebe Leute. Ich kann nur so viel dazu sagen, uns wurden mal wieder sehr viele Steine in den Weg gelegt, hier natürlich auf unserem Abenteuer. Dementsprechend euch viel Spaß im Video und ich würde sagen, wir gehen rein. Achtung, er rennt auf dem Piano. Was, Achtung? Er ist im Piano. Ich esse. Er ist im Piano. Ah, der... Ist der friendly, man. Okay, what's your name? Wing. Hello, Blade. Shit, wir müssen ihn beschützen, Mann. Wow. Nee, ich glaube, wir müssen dich beschützen, oder? Bam, Junge, komm! Ja, wahrscheinlich Bam, Junge, das ist einfach nur ein Zombie. Yo, geil, ey. 9 mm. Yo, what's up, boy? Where are you from? Gib mal die Muni, kann ich brauchen. Russia. Privet! Ja. Danke, Mann. Stravo! Sorry, what was your name again? Mafiosi. Mafiosi? Nice to meet you. Richtig sympathisch, der Kollege. Und was machen wir jetzt mit dem? Weiß ich nicht. Yeah. Are you alone? Ein bisschen Smalltalk, oder? Ja. No, no, no. You're not alone. Oh. Töten direkt? You are friendly, yes? Yeah, yeah. Ja, oh, cool, cool, man. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ja, pass auf, gleich kommt so ein Sniper-Freund irgendwo. Ja, ist echt so. Mach das 200. Dann liegen tot. Wir da. Natürlich ganz normal in Daisy 19 Uhr hier auf dem großen Server Public. Nicht Public, oder? Ja. Nee, so richtig Public ist es nicht. Also das ist ein Vanilla-Server, der ja komplett ohne Mods ist. Natürlich mit ein bisschen Konfiguration so, dass du nicht mit nichts startest und so. Was? Genau, richtig. Wir haben auch schon Armbänder am Start, Leute. Und ich würde sagen, wir lassen uns auf das Abenteuer heute ein, oder? Ja, und hier Mafioso lassen wir hier stehen, oder was? Ja, komm, der macht ja nichts, oder? Kriegt er noch einen ins Face, bevor wir gehen, zum Abschied? Nee, oder? Nee, kriegt er nicht. LOL. What? Er ist aggressiv, hast du das gesehen? Ey, er will uns töten, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, sorry. Okay. Ja, gut, dann ziehen wir mal los hier, oder? Okay, my friend. Schon mal einen guten Start gehabt. We're going in the north, man. Wish you good luck. Bye. Good luck, bro. Bye. Thank you for playing friendly, my friend. Baka. Yeah. Wieso rennt er in unsere Richtung? Baka, bleed. Weiß ich nicht. Ich muss aber rennen. Oh Gott, wie viele Zombies. Ich sagen, jetzt komm rein hier. Was für rein, ey? Warum lockst du in die Reihenhäuser? Das ist Vanilla. Ja, und ich bin stark. Zieh die doch nicht an. Was? Ich zieh die an. Ich zieh die auch. Nee. Hä? Hä? Liebe Leute. Liebe Leute, Schüsse auf uns. Weil wir eine Fackel in der Hand haben, weil man in der Nacht nicht sieht. Geh weg mit der Fackel. Bist du bekloppt oder was? Warum? Ich sehe nichts. Geh weg. Du siehst doch, wo ich bin vor dir. Geh einfach in die andere Richtung. Ich seh dich nicht, Mann. Wo bist du? Das ist mir, ja, geh doch weg! Mann. Ich seh dich nicht! Was glaubst du, warum ich keine Fackel in der Hand habe? Aber eine Frage habe ich dann trotzdem. Was denn? Wie soll man sich denn nachts zurechtfinden, wenn man nicht mal eine Fackel anmachen darf? Guck doch, wo die Sonne aufgeht. Ja, wow. Da gehst du hin. Stockdüster, Mann. Da ist nichts. Da ist nichts. Die Hoffnung. Wahrscheinlich Hoffnung der Daisy Sandler. Wahrscheinlich Hoffnung der Daisy Sandler. Ja, irgendwo da muss doch oben im Wald sein, oder? Ja. Jetzt mach doch die Fackel weg. Ist es hell? Nee, ich mach nicht weg. Mann, ey. Rechts rum. Ey, du bist echt blind wie ein Fisch, ne, hier im Land. Ey, das ist so unglaublich. Ich brauch die Fackel, ich seh nichts. Rechts, bisschen rechts. Ja, jetzt geradeaus. Und dann? Und dann? Ach so. Und oh, und dann. Oh, oh, oh. So, einer. So. Ach so. Oh, weg mit dem Schmutz. Was machst du da? Ja, zu mir werfen. Du bist das allerletzte Stück Dreck. Was ist denn? Du bist so aggressiv auf Vanilla. Du stirbst, ich lach mich so weg. Was machen wir eigentlich hier? Wir gehen zu den Schüssen, oder nicht? Bist du zu ihm? Nee, Digga, oder? Wir haben Waffen. Ja, willst du den Sniper pushen, oder wie? Wo bist du jetzt überhaupt? Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du? Ey, Vanilla ist das allerletzte. Hallo? Hallo?
Hello? Oh, ah, jo. Oh, oh. Oh, 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 das darfst du nicht machen. Das Reflex, ist sehr empfindliche Reflex. Leute, sehr so, empfindliche komm, Leute. Jetzt lass mal den Berg hoch. Es gibt wieder Hate. Ja, meinst du es? Ja, gibt das Hate? Gibt wieder Hate, ja. Geil, Mann, komm her. Komm her, geil, Alter. So, ich hab gar keine Ausdauer, ne? Ich weiß ich nicht. Der muss ja, wenn er hier auf dich geschossen hat, irgendwo da oben hocken. Liebe Freunde. Freunde der Sonne, Freunde der... Wahrscheinlich Freunde der Sonne. Und in dem Moment gucke ich in die Sonne. Gut gemacht, Bro. Ich würde sagen, wir sind hier in Berezino. Sind wir schon 10 Minuten unterwegs und haben jetzt schon fast die Hälfte des Lebens verloren in dem Game. Ja, genau. Man findet nichts. Und Zombies prügeln auf dich ein in Dragon Ball Z-Style. Natürlich. Wir lieben das Game eigentlich, ne, muss man sagen. Mhm. Und gerade jetzt hier nochmal so eine Vanilla-Experience, muss ich sagen, ist wirklich... Oh, nee, ey. Meine Fresse. Kommt er zu mir? Nee, wenigstens kommt er zu dir, ey. Guck, es juckt nicht, es schreckt nicht zurück und gar nichts. Ja. Oh, boah, Essen gedroppt. Oh, boah, nice. Hey, geil. Ja, wir sind hier in Berezino und dachten, wir starten hier mal. Wir waren schon lange nicht mehr hier und, Ja. Wie geht das nicht? Gott, das ist... Ey, wer das Game programmiert hat, ne? Hör doch mal auf zu haten. Einmal über den Zaun gesprungen, keine Ausdauer. Wirklich, wer das programmiert hat, ich weiß nicht, wie solche Menschen ins Spiegel gucken können. Ganz ehrlich. Was hast du denn für ein Hate gerade? Es ist das Sommerloch wieder, das, ne? Hat doch nichts mit Hate zu tun. Das ist absolut objektives, eine objektive Bewertung dieses Games. Ja, Leute, ich hoffe, ihr feiert den Vanilla-Content. Um hier mal abzulenken vom Hate. Ja, ja. Oh, ja. Bro, du glaubst nicht, was ich hier drin gefunden habe. Was denn? Möchtest du raten? Ja, ich weiß es jetzt schon, glaube ich. Was? Was ist es? Nichts! Richtig, Bruder! Geil, Alter. Ja, komm, dann machen wir wenigstens ein bisschen Nostalgie und gehen mal nach, weiß ich nicht, Kelm, Krasnostav oder so. Oh ja, wir gucken uns die ganz alten Orte an. Wir gucken mal, ob wir da ankommen, Leute. Ich habe hier noch 2 Äpfel. Lach nicht. Ja, nice. Ich habe noch Tuna. Was brauche ich denn diese scheiß Touristenkarte? Kann man die essen? So ein Schmutz. Was ist das? Ja, was brauche ich denn sowas, bitte? Touristenkarte. Kompass, ey, lost einfach. Ja, komm, let's go, oder? Kann man die Kartoffel essen oder ist das irgendwie... Die musst du ja schälen. Ach, fuck off, ey, weg damit. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, oder? Können wir machen, let's go. Nice. Hilf mir, ich kann nicht schneller. Wie ist das denn alle hinter dir her? Weiß ich nicht, weil ich humpel, weil ich gelb bin. Und gleich bin ich rot. Alter, geh ins Haus rein. Oh mein Gott, das... Geh, 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 ich halte sie auch für dich. Du kommst hier nicht vorbei. Ich bin Gandalf, Mann, okay? Ja, nice. Oh Scheiße, sind alle auf mich sauer. Renn, Bruder! Ich renne, Mann! Oh, hier rein, sagst du? So nein. Ey, mach auf, Alter! Wieso denn? Ich bin safe! Ja, ich? Was, du, Mann? Wir sind ein Team! Ach, ja, hier ist auch noch offen. Alter! Alter! Ne? Okay, wir sind safe, nice. Nice. Liebe Leute. Was? Ja, was willst du sagen? Auf der Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß hast du gerade in Vanilla auf dir diesem zu, Server? Dir zuzugucken? Ja. Gerade jetzt? Oder so, wir haben schon ein bisschen 2, würde ich sagen, von 10. 2 von 10, ne? Ja, ich bin so bei 1,7 von 10. Also da befinden wir uns auf einem ähnlichen Level, Bruder. Ey, aber komm, das ist immerhin eine Taschenlampe. Das ist richtig. Da kann ich zwar nicht weit laufen gerade, aber natürlich weit gucken hier. 20 Meter, liebe Freunde. Nice. Ja, und du humpelst hier richtig geil durch die Gegend. Die Fresse. Das wollte ich nicht. Das tut mir... Warte, ich mach einfach raus. Jetzt siehst du mich eh nicht mehr. Oh, stimmt, ich sehe dich nicht mehr. Na, schade. Wieso aimst du denn? Muss ich mich später rechnen. Warum? Weil du mich geschlagen hast vielleicht? Wieso muss das jetzt eskalieren? Nee, komm. Ey! What the fuck, hast du mich getroffen? Nee, hab ich nicht. Ja, wir sind eigentlich auf dem Weg nach Gorka. Wir haben uns ein bisschen verlaufen, denn lange nicht mehr in der Daisy Standalone so unterwegs gewesen. Und ja, wir gucken mal, ob wir da ankommen, oder? Ich glaube gar nicht, aber hey, mit deiner Schrittgeschwindigkeit sind wir wahrscheinlich verhungert. Kommen wir bestimmt übernächste Folge an, liebe Freunde. Und damit würde ich sagen, bis gleich, wa? Geil, Mann. Na. Yo. Bleib doch mal stehen. Ich will dich füttern. Liebe Leute. Was? Ich fütter Daniel mit rohem Fleisch. Oh shit. Nice, das ist bestimmt gesund, oder? Ich glaube, das geht das, wenn man ein Vitamintabletten frisst, ja, nebenbei? Ja, ich hab's gerade getestet. Dann ist safe? Okay, gut. Ja, wir sind, du nimmst auf, ne?
Ich bin Double Red. Ja, ja, na klar. Rechts sehen Sie den Turm. Ah, der Turm. Wir haben es endlich geschafft. Links müsste Gorka sein. Ich sehe Gorka noch nicht, aber ich stimme dir zu. Irgendwo müsste hier Gorka sein, ja. Ja, links unten irgendwo im Tal. Ja. Und wie ist deine Lage so nach diesen 2 Stunden unterwegs sein? Willst du mich verarschen? Ja, sehr, sehr gut. Also meine Laune vor allem natürlich, liebe Leute, hat sich gesteigert von 1,7 von 10 auf 1,4 von 10. Und wie man sieht, ich bin Double Red hier, Hunger immer noch 3 nach unten, Feier geht auch nach unten, ne? Lebensenergie. Was? Kann nicht sein. Wo ist ein Gorka jetzt? Warte mal, hast du kein Trinken mehr? Ja, aber das macht mich nicht satt. Ach so. Ihr habt gerade einen Huhn reingedrückt. Eins nur? Ja, natürlich. Es muss doch reichen. Oh mein Gott, nee, das reicht aber. Das reicht nicht mal bis Gorka, siehst du doch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn Alter, los mit dir? Alter, das Game, ne? Was ist denn los mit dir? Hä, ich hatte ein paar Fights. Was ist los? Was ist los, Mann? Nichts. Ja, guck, aggressiv. Ah. Ach so, aggressiv ist er noch, ne? Ja, Mann, das gibt die Lebensenergie zurück. Ah. Ja gut, da würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Cut, bis wir in Gorka sind. Und tot sind. Oder ich natürlich wieder an der Küste. Und dementsprechend würde ich sagen, bis gleich, ja? Yeah. Nice. Es bleibt doch mal stehen. Wieso? Was willst du von mir? Ich fütter dich. Wozu? Damit du später nicht mehr rumholst, dass du gelb bist. Was ist das für ein Scheiß? Das sind Chips. Holst du die ganze Zeit rum, dass du gelb bist, du Bastard. So, jetzt komm, let's go. Weißt du, warum sehen wir eigentlich anders aus, Bro? Hast du da eine Erklärung für? Du bist ja eigentlich gestorben. Richtig, ich war so am Arsch im letzten Abschnitt hier. Und ich habe neu gelootet, damit ich Essen krieg bei uns. Nice. Aber ist schon wieder alles leer, ne? Genau, ja, ich bin auch nochmal hergelaufen, wir haben das jeweils privat gemacht, ne, muss man sagen. Ja, aber nur 10 Minuten, weil länger habe ich es nicht ausgehalten. Ja, ich auch nicht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Wirklich null Spaß. Alleine, meinst du? Ja. Ja, normal. Alleine die Daisy Standalone zu spielen, von A nach B zu kommen und irgendwie zu überleben. Und das muss ich auch mal sagen an der Stelle. Diese Zombies, ne? Ja. Nach wie vor. Und einfach nur lästig. Und ich meine jetzt nicht lästig im Sinne von Survival und so, Zombies sind lästig, weil ich sterbe, sondern die fucken mich wirklich einfach ab. Ja, natürlich, die nerven mich auch nur. Weil es nach wie vor technisch auch so ein Bullshit ist. Nee, Real Talk jetzt mal. Die buggen irgendwie durch dich durch, die schlagen und während die Hände hoch haben, wirst du schon getroffen und all so eine Scherze. Ein Hit Blut, ja. Du kannst nicht mal richtig Melee Combat machen. Und auch nicht in der 1.13, in der Experimental. Das geht genauso wenig. Verstehst du, was ich meine? Aber das Update wird doch die Zombies ein bisschen näher schwächen, oder? Ah, das kann man natürlich machen. Die Zombies einfach schwächen, nice. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr auf der Daisy Standalone rumhaten, denn ansonsten würdest du mir doch zustimmen, ist das schon ein geiles Game, oder? Ja, total, Mann, richtig geil. Perfekt, wir sind auf dem Weg nach Novi und da sehen wir uns gleich wieder. Nice. Yo. Yo, was geht, Bro? Hey, wir haben Sardine gefunden. Du hast Sardine, meinst du? Hier, komm, let's go. Boah, ja, fütter mich. Ja, geil. Das war's leider. Wie, schon. Das war 3 Bissen? Ja, 3 Bissen, ja, das ist schon ein Ende Gelände hier. Und das ist Loot von... Bist du eigentlich krank? Nee. Ich bin jetzt schon wieder krank. Aber gut, ich habe auch eine Dose Katzenfutter gefressen. Von daher ist es natürlich jetzt nur in begrenztem Maße... Verwunderlich. Ja. Gut, Not kennt kein Gebot, Leute, denn auf diesem Server spawnt definitiv kein Loot in Gebäuden. So ist es natürlich. Denn die ganzen Base-Builder horten natürlich ihr Loot und dementsprechend spawnt wahrscheinlich nichts nach. Ohne Spaß ist wirklich so, ne? Da man auf diesem Server nicht raiden kann, verschlimmert das natürlich die Situation. Ey, was sind das für Zombies, ne? Es macht so wenig... Ja, genau, das verschlimmert natürlich die Situation drastisch, gerade für Leute wie uns hier, die hier sehr unschuldig am Looten sind. Und Chernarus am Erkunden natürlich. Kein einziges Item. Doch, hier, Glowstick, Bruder. Ist das nicht geil? Ein Glowstick kannst du bestimmt irgendwo reinschieben, ey. In deinem Mund. Den kann man bestimmt irgendwo reinschieben. Und dann essen. Hier, ich werfe ihn nur auf die Straße, falls du Lust dazu hast. Dann leuchtest du sicher von innen. Oh, so geil. Ja, wir sind jetzt in Sari und würden mal... Halt mal die Fresse. Wir sind jetzt in Sari und würden dann... Sei doch nicht so frech. Geht das schon wieder los? Du bist so ein Bastard geworden. Nimm dich doch einfach mal. Man sieht den richtigen Charakter in Vanilla. Red doch nicht dazwischen. Ja, ohne Scheiß. Wenn Vanilla ist, bist du so richtig aggressiv, Alter. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall sind wir jetzt in Stari und gehen mal weiter Richtung Westen. Was kommt als nächstes? Cabanino. Cabanino, habe ich mir fast gedacht. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir das nächste Mal was erleben, oder? Ja, geil. Let's go. Ich sehe es nicht mehr. Ist weggeglitscht. Ist das denn fucking ernst? Ja, ich hab's nicht im Inventar. Es ist ein ganzes Huhn weggeglitscht. Da, wo du gerade gekniet hast, um das Feuer zu machen. Genau da ist das gelandet. Ja, und dann ist es weggeglitscht, weil ich das Feuer gemacht habe wahrscheinlich. Ist es really? unterm Feuer? Siehst du da was? Nee, auch mit Tab nicht. Alter. Einfach Essen weggeglitscht. Ja. Ja, nice. Jetzt machen wir an hier. Ja, ich brauche erst noch ein Handroller-Kit. Dauert ein bisschen, Bro. Hier ist alles ein bisschen komisch programmiert hier. Feuerbohrer erstellen. Komm her, es ist an. Ja, als ob das jetzt weggelutscht ist, Mann. Ich schwör's, ich hab's direkt hier hingeworfen. Wo soll denn das sein? Ja, ich ist das irgendwie nicht weitergerutscht oder so? Ach, wo willst du? Ich kill erstmal hier mein Stück Fleisch. Ja, unser Stück Fleisch. Hallo? Wie geht das? Warum geht das nicht? Du musst warten, bis es warm genug ist. By the way, es ist Restart in 2 Minuten, ne? Ich sag's nur. Nein, echt? Schon wieder? Ja, ja. Immer wenn wir aufnehmen, ist Restart. Wie dumm. Ja, ja. Können wir nur hoffen, dass die Scheiße hier in 2 Minuten durch ist. Das gibt's in keinem anderen Game. Nee, das gibt's echt in keinem anderen Game. Nice. Was? Nice. Ich glaube, das Fleisch sehen wir auch wieder. 2 Minuten Restart und instant ist der Server weg, ey. Ja. Wir sind wieder zurück, Leute. Das Feuer war noch da. Und dein, ja. dein Fleisch auch noch. Hast du es wiedergefunden? Nee, aber dein Fleisch in der Hand, meine ich. Ah, das ist richtig. Das ist mein Fleisch. Hast du recht. Solltest noch die Hände waschen, bevor du was isst, ne? Echt? Ja. Sonst bist du sehr, 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 sehr krank. Geil. Verstehst du das? Ja, ja, das verstehe ich. Nice. Das nice. In der richtigen Seite. Oh. Ohne Seife? Können wir uns das Fleisch jetzt brüderlich teilen, bitte? Das Fleisch brüderlich teilen? Hälfte, Hälfte. Oh. Hälfte, Hälfte. Ernsthaft? Und schon vorbei. Als ob das schon vorbei ist. Hey, what the fuck? Ja, guck mal, wie schnell das jetzt bei mir geht. Ja, genau. 3 Happen für ein richtiges Hühnchensteak oder was? Ja, das war's schon. Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt durch die Aktion mehr, also sozusagen, sind hungriger geworden, als das Hähnchen uns eigentlich den Hunger gestillt hat. Na gut, wenn die Hälfte wegglitscht. Ja, gut, das kann natürlich passieren, der ist standalone, das muss man immer einplanen. Ja, ist echt so. Hier in Cabanino natürlich ganz wild mit den Zombies, Leute. Ich würde sagen, die fetzen wir noch schnell. Damit ihr es auch mal seht, ein Zombie-Fight, wie das hier abläuft. Hier vorne hat ein Dosenöffner, aber, oh, so. Batterie. Wir finden ja keine Dosen. Na, ja, nimm mal mit, falls es dunkel wird. Oh nee, es kommt ja auch noch. Dass wir noch ein bisschen was sehen. Was denn? Ja, das ist dunkel. Ja, das kommt auch noch. Ja, freue ich mich. Das ist ja die Raw Daisy Standalone Experience, die wir haben, die oder? Raw Daisy Standalone Experience. Die Raw Daisy Standalone Experience. Letzte Folge, Vanilla, Leute, außer euch gefällt's hier. Ja, schreibt's mal in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da. Achso. Damit wir wissen, okay, nice. Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, dass das Spaß gemacht hat, ein bisschen, ist halt echt 7 Jahre her, ne? Hm. Naja, guck mal, es würde Spaß machen, wenn man spawnen würde, ne? Ja. Aber es spawnt halt nichts. Warum denn? Achtung! Gott, hau die kaputt, Mann! Ja, ich blute zweifach wieder, ey. Das ist so ein Scheiß. Warte, komm. Ja. Warte, vielleicht schaffe ich noch ein drittes Mal zu bluten. Ich habe nur noch 2 Bandagen, ne? Hier, guck mal, was ich geiles hab. Oh. Hier die Premium-Bandagen. Ist die doppelt so schnell, zack, meinst du? Boom, fertig. Vielleicht sogar nur ein Drittel. Und zack, fertig, Alter. Nice. Hast du noch ein paar Bandagen? Am Gesunden. Ich hab noch die ein oder andere Bandage hier für dich, Bruder. Oh, das danke, ist Bruder. Selbstverständlich. Bruder, wir können hier natürlich nochmal was teilen. Was denn? Teilen? Ich hab Dose Bohnen. Ich hab Dose Spite. Ja, dann machen wir beides Hälfte, Hälfte, ja? Ja, natürlich. Ich gebe dir schon mal hier die Hälfte. Oh, du bist so gut zu mir. Ja, guck, wie viel das ist. Auf dem Boden geleert, nice. Vorbei. Echt? Ja. Nee. Doch? Nee, give person drink steht hier. Ja, warum macht der Animationsbiss auf dem Boden leeren? Keine Ahnung.
Warte, ich fütter dich. Es ist mega viel in der Dose. Sag Stopp, wenn du voll bist, ne? So, Hälfte ist weg. Noch nicht. Was? Hälfte ist drin. Eine Dose Bohnen so schnell? Ja, guck mal, wie schnell ich das jetzt esse. Weg. Was? Eine Dose Bohnen, ja. Alter. Was ist, man? Ey, ich bin nicht mehr gelb, ne? Oh mein Gott. Kann man das Game so kaputt machen, ne? Ich bin auch grau, krass. Es lief doch voll gut, was hatest du das Game? Lass mal vor dem C, oder? Vor dem C? Ja, es brauchen, wir haben jetzt Essen, jetzt brauchen wir Waffen. All in? Alles klar, perfekt. Nice. Was? Nee, oder? Wo? Welchen? Irgendeine Elmarke. Oh no, really, Alter? Die war zu, ne? Ja, aber ich musste rein, Zombies. Oh mein Gott, One-Shot Dead, ich bin an der Mülltonne festgeklebt. Ich hatte nur 4 Schuss, was will ich denn machen? Alter, ey. Ey, ja, das war nice mal wieder. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wo bist du? Ich weiß, du bist aber nicht hier, oder war? Bei mir? Bist du das hier? Bist du das hier? Bist du das hier? Bist du Destroyer? Ja. Nee. Ah. Oh. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo wir hier sind. Ja, liebe Freunde, das hat kein gutes Ende genommen da. Survival ist echt nicht so unser Ding, kann man eigentlich sagen. Naja, doch, schon, aber es spawnt halt echt nichts auf dem Server. Also. Ja, das ist ja Survival, darum geht's ja. Nee, auf der anderen Seite ist ja spawnt ordentlich was. Nice. Ja, deshalb haben wir mal geguckt, hier News auf dem Bohrmaschinen-Server. Vibe und wie man sieht, sieht man nichts, oder? Wo sind wir hier? Was ist denn das eigentlich für ein Spawn-Tablet? Für ein Spawn-Tablet? Halten? Ach du Scheiße. Ey, was soll ich drücken? Was, wie geht denn das? Kamenka oder was? Ach, und jetzt muss man sich das aussuchen? Oh mein Gott, wo bin ich? Alter. Ja, gut, Leute. Kamenka? Ja, lassen wir uns auf das Abenteuer ein heute. Ja, mal gucken. Nice. Oh, bin im Meer. Und oh, nee, doch nicht. Let's go, Mann. Nice. Hier irgendwo im Haus oder so. Full equipped oder was? Oh, ey, der greift direkt an. Ey, was ist los? Ja, gut, Mann. Das ist normal hier auf dem Server, ne? Ey, was ist los? Man hätte doch reden können. Aber nee. Er hat dich ernsthaft gerade ange. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Ja. Wer ist denn das? 0815 Ultio. Naja. Tja, Ultio, das war's dann wohl. Warum nicht reden? Warum direkt angreifen mir? Ich meine, ich weiß, die Leute sind aggressiv, aber wir nicht. Im Chat habe ich gerade auf 2 Codelocks geboten. 7K. Oh. Das Ding ist, ich glaube, ich habe gar keine 7K und ich interessiere mich auch nicht für so scheiß Codelocks. Ah, das gibt einen Bann, ne? Das gibt einen Bann, glaube ich, jetzt. Weggebannt auf Bohrmaschine, Fragezeichen? 3K für einen, wer zuerst da ist, bekommt's. Ich glaube, der riecht den Braten schon, dass das Fake war. Oh, das ist aber gut für dich. Obwohl, war eigentlich nicht fake. War ich nicht fake? Du willst es für 7K kaufen? Ich würde es für 7K kaufen. Wow. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Erste, der da ist und der verkauft es dann für irgendjemanden zu einem billigeren Preis. Ist ja nicht so, dass man looten kann, naja. Nee, naja. So, Leute, es ist natürlich wieder Zeit für das Beste im Video. Was meinst du damit denn, Bruder? Die, ja, hä? Ist doch die? Geilste, die Gag-Sektion natürlich. Gag-Sektion hier und natürlich. Ich würde sagen, ich starte mal direkt. Dann Let's go. Mal vor, Bro. Okay, Bro. Von nice. Litz, fang du doch mal an, Mann. Hä? Fang doch jetzt an. Laber doch nicht rum, Dinge. Ich habe hier einen von Eigelb rausgesucht. Aber das Ding ist, ihm ist ein bisschen was passiert, das war unangebracht. Bist du trotzdem bereit, es zu hören? Ich bin bereit für alles. Alles klar. Und zwar, ihm ist letztens ein Regal von der Wand gefallen. Oh nein, wie kann das denn passieren? Warte mal, du hast den Gag schon verstanden, oder? Die Pointe? Nee. Nee, okay. Schreib's Luzi mal in die Kommentare, damit auch er den versteht und was zu lachen hat. Und dann würde ich sagen, liest du jetzt mal einen vor, den auch du verstanden hast, hoffentlich. Natürlich. Aber gab's auch schon, ne, dass du Gags vorgelesen hast, die du gar nicht verstanden hast. Natürlich, ich verstehe alle. Von Litz BNDR, Hashtag Daisy, Hashtag Gag. Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Lass mich raten. Oh, scheiße, Mann. Ich habe das noch nie gelesen. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, ne? Ich komme da echt nicht drauf. Jetzt wirklich noch nie. Möchtest du es verraten? Essen rund um die Uhr.
Lach doch! Blitz, danke dir, Mann. BNDR. Nice. Ja. Guter Gag. Ja. Was denn? Was ist dein Problem? Alles klar, wir sind jetzt gleich in Selig. Und gucken wir mal, ne, was da passiert. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon Schüsse gehört. Seleno halt, ne? Klingt ganz vielversprechend. Wie geil. Wie Seleno halt. Ja, normal hier, ne? Oh, ja, let's go. Bam! Bam. Was, du bist bei der alten Leiche? Ich gehe jetzt zur alten Leiche. Ich gehe auch mal zur alten Leiche, Bruder. Und in mal meinem gucken, Video ob da was liegt. Hat man das, glaube ich, gar nicht gesehen, weil ich das einfach weggekartet habe. Denn oh, hier liege ich noch. Und sie haben natürlich alles gelootet, selbst jede 5-7. Nice. Hä, wo bist du denn? Bei meiner alten Leiche, wie gesprochen. Unten. Ach, bei deiner alten Leiche. Ja, die liegt ja, ach, hier liegt die Master noch. Oh, hier liegt die MP5 noch. Oh, hier liegt auch noch eine 5-7 und ein Nimm die MP5, hallo. Hallo, hey, na? Nimm doch mal die MP5 mit. Ja, guck mal, wie viel hier noch liegt, Mann. Oh, hier ist so alles schlecht. Hier ist auch noch eine MP5. Achso, dann gönn dir. Da ist keine Muni drin. Ja, hier doch schon. Ja, wo denn? Ja, hier, wo ich liege. Gib. Die haben nichts gelootet. Echt so, so dumm. So traurig, ne? Also wirklich. Boah, ich hätte noch einen Vector-Mag. Nee, nee, danke. Ich hab keinen Platz mehr. Nice. Ja, wo sind die jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wir wollen uns nämlich schrecklich rächen. Mit unserem OP-Waffen hier, Vector. Ist auf jeden Fall wieder richtig scheiße ausgerüstet hier. Na, ist ja normal hier, ne? Ganz normal. Ja, ich weiß auch nicht, wo die jetzt hin sind. Also hier liegen ja immer noch Zombie-Leichen, die können überall sein, theoretisch. Vielleicht hier drin, hello, friendly. Hey, hello, friendly man. Hello, yo, yo, hier. Yeah. Spaß. Alter! Achso. Was? Oh, doch keiner drin, naja. Halt, wenn ich warten soll, Zombies sind... Ja, erstmal ein Cut hier, wa? Ja, besser ist es. Links rennt was? Ja, da ist einer, Mann. Let's go. Lass den töten. Den holen wir uns auf jeden Fall, Bruder. Ist ein Bambi. Aber der hat immer einen... Der hat eine Bohrmaschine, der ist gefährlich, Mann. Halt mal an, Alter, fuck mich jetzt bitte nicht ab, Alter, no joke. Warum? Wieso nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, weil ich keinen Bock hab. Auf was genau? Wo rennst du denn hin so zielstrebig? Fass mich nicht an, bitte. Jetzt mal schnell den Namen checken, das ist die Hauptsache. 0815 Nuggets. Ah. Wollt ihr mir helfen? Wo willst du denn... Kommt drauf an, wo willst du denn hin, Gans? Zelle. Mein Zeug holen. Zelle? Ah. Ja, wir beschützen dich, mein Easy. Zeleno Gorsk. Wer hat dich getötet oder wie viel sind da? 7 Leute. Ah, ja, das geht auch nee, noch. Nee, das hat niemand. Da war niemand gerade. Da war echt niemand. Bist du dir sicher? Wir kommen da gerade her, da ist niemand. Doch, oben an. Da, oben an der roten Scheune. Oben an der roten Scheune. Vorm Wipe da waren wir da zu viert und haben gegen zwei andere gekämpft, die gecampt haben. Ah. Da würde ich sagen, biegen wir mal rechts in den Wald ein, oder? Hier, warte mal, ach, wir können dir eine Waffe geben. Nee, alles gut. Mein Zeug liegt da noch. Ich wollte bloß nicht, dass ihr mich jetzt killt, deshalb. Hä, wir killen ein bisschen abgefuckt, weil wir... Ja. Oh, sorry, das hab ich nicht ausreden lassen. Tut mir echt leid. Nee, wir killen keine Bambis. Wir haben ein bisschen Ehre noch auf dem Server. Ja, ein bisschen. Nicht so wie die meisten hier. Achso. Ich schwör's dir, eine krumme Sache, die er macht und der ist weg. Ja, lass mal verfolgen. Alter! Wo? Keine Ahnung. Ey, ich bin rausgetappt. Auf einmal schreist du. Where's my dad? Keine Ahnung von wo. Oh je. Ich geh all in für dich, Bro. Ah. Let's go. Hab ihn hart zuerst, ich bin an Kanchesee, er ist glaub tot. Nice, good job, man. Ja, an der Stelle. Warte. Ich bin da. Er liegt echt. Nice, good job, man. Wer war das? Nochmal checken hier. Ja, check nochmal. 0815 Red Tackle, Digga. Er lernt's aber auch nie, ne? Nee, ne? Er lernt's aber auch nie. Naja. Oh! Dann würde ich sagen.
Kleiner Cut, wahrscheinlich kleiner Cut, oder? Echt? Bis nächste Woche, oder wie? Bis nächste Woche, nice. Nice, Mann. Und das war's mit dem Video. Da haben wir zum Ende nochmal einen richtig harten zerberstet. Und heute waren wir sehr lange auf Vanilla unterwegs. Und man hat halt gemerkt, Vanilla ist halt schwer zum Aufnehmen, wenn man halt einen Termin jede Woche Sonntag 19 Uhr hat, Leute. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt euch unterhalten gefühlt mit der Mischung aus Vanilla und ein bisschen Bohrmaschine am Ende. Nächste Woche soll der Vibe sein, beziehungsweise Update. Mal gucken, was da so abläuft. Hoffentlich finden wir dann mal, ja, neue Server vielleicht, die dadurch entstehen und neue Abenteuer. Würde mich freuen, euch wieder dabei zu haben. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren hier. Ansonsten sehen wir uns auf Twitch im Livestream. Link in der Beschreibung oder auf meinem Zweitkanal auf YouTube. Link in der Beschreibung. Haut rein, euer Lucian, ciao.